Und vergib mir her, dass ich dem Vater ab sein Pergament nehme. Es ist nur dieses eine. Vergib mir, dass ich gegen das siebte Gebot verstoße, aber ich muss es tun. Nur so kann ich Satans Macht Einhalt gebieten. Torit! Torit! Hier! Oh nein! Wir haben etwas gefunden. Die Götter! Lasst es nicht unsere Torit sein! Lass mich durch! Lass mich durch, Wilhelm! Nein! Nein! Torit! Torit! Was hat es mit dir getan? Es ist die gleiche Stelle, Schulz. Direkt vor der Höhle. Wie bei meiner Ortrud. Ich weiß, Ulrich, ich weiß. Hey, Lamprecht. Du musst mitkommen. Mitkommen? Wohin? Zu dem Felsbrocken da hinten. Da liegt noch einer. Wulfeld, was soll das heißen? Ein zweiter Leichnam. Da hinten am Fels. Was? Wer ist es? Ich weiß es nicht. Dein Gesicht ist kaum noch zu erkennen, aber es ist einer von ihnen. Einer von den Mönchen aus Maria Zirn. Gideon? Wo steckst du? Er kann doch nicht immer noch da draußen sein. Gideon! Was, wenn er weitermacht? Was, wenn er sich noch eine holt und noch eine? Gideon, du hast mich. Was? Warum versteckst du dich unterm Stroh? Um zu sehen, wie du dich vor Schreck einscheißt, kleines Mönchlein. Dachtest wohl, ich wäre noch auf der Pirsch, was? Bleib weg von mir. Du bist voller Blut. Ja, Heidenenblut. Ja, aber hier, schau, es trocknet schon. Also, kleines Mönchlein, was willst du hier? Dich von deinen Dämonen befreien, Gideon. Hört ihr das? Er will, dass ihr verschwindet. Was sagt ihr dazu? Hm? Gideon, sieh mich an. Ich führe gerade eine Unterredung. Ich werde dich mit den Ketten an der Wand anbinden und so mit dir verfahren, wie es in der Prozedura Extractio Satanis Ultima geschrieben steht. Er will einfach nicht aufhören, dazwischen zu plappern. Geh jetzt zu den Ketten, Gideon! Du hast mir nichts zu befehlen. Hörst du, Matthias? Lass mich los! Hör auf zu zappeln wie eine Forelle. Sonst nehme ich dich aus und brate dich knusprig überm Feuer. Bitte, Gideon! Lass mich los! Ach, es ist doch wirklich jammerschade. Jammerschade, dass ich nur Weiber töten mag. Es wäre so leicht, du dummer Junge. So leicht, dass ich eine Ausnahme machen sollte.